Und zum zweiten Mal melden wir uns heute von der Verkostungsfront. Mittlerweile kommt die Sonne langsam rum. Wir müssen also den Rollo runterlassen. Wir sind anders belichtet. Wir haben ein bisschen geschwitzt, deswegen haben wir was anders. Also ich habe was anders an. Anja darf noch ein bisschen streng riechen. Nein, tut sie ja nie. Wir sind bald, Manchmal sind sie auch mal der wenn die Sonne rumkommt, werden wir wieder aussehen wie die Fliegenpilze. Wir können es leider nicht verhindern, außer wir machen es alles oder dann wird es nämlich ganz schlecht. Wir sind mit Rotweinen wieder da. Und zwar geht es um Spätburgunder von der A und aus Baden. Wenn es jetzt nebenbei ein bisschen rauscht, das ist die Klimaanlage. Wir haben vorhin festgestellt, ohne geht's doch nicht mehr. Jetzt, wo die Sonne rumkommt. Habe ich schon gesagt, dass die Sonne rumkommt? Beim Sehen? Ja. Sehen. Also gut, Wir fangen an. 2, 3, 8, 7, 8, 9. Wo ist denn mein Dings? So, und wir sind ja das erste Mal mit den Roten. Da habe ich da. Haben wir es letztes Jahr nicht gemacht? Heute, dieses Ja, Jahr. dieses Jahr. Dieses Jahr sind es die ersten Roten, das ist richtig. Gut. Okay. Speckiges Holz. Das haben sie immer noch gern in Deutschland. Also wenn es so fein ist, trotz, also wie hier, mag ich sogar ganz gern. Ich finde, es passt zu Pinot. Ich mag es dieses ganz Teerige nicht, da, wenn ich dann nur noch an Grillkohle Ja denke und gut, das an mag man Tee. ja eigentlich in überhaupt keinem Wein fassen. Aber es, ja, hast du recht. Beim Burgunder ist es noch schlimmer. Ist ein bisschen pfiffig. Das hat so ein. So einen fast an Syrah erinnernden Ton, den so manche südliche Bohnenburgunder kriegen. Finde ich einen tollen Vergleich. Ja, ist es auch im Mund rauchig, holzig, fast ein bisschen rußig. Aber hat einen guten Saft, ganz leicht trocknend, Ja, ist ein bisschen aber viel Holz. Das ist. Am Gaumen merkt man es noch mehr als in der Nase. Mir quält die Nase eigentlich auch. Mir quält der ganze Wein, so ist das gar nicht. Aber wenn das ein bisschen weniger holzig und rußig wäre, wäre es mir lieber. Ist Deutzer Hof, oder? Die haben immer so Ja, das kannst du sofort daran erkennen. Handschrift, ja. Ja, kann man mit den Ruß schon reinschieben. Bitter Schokolade. Doch etwas rußig. Wusstest du, dass das Rauchig, irgendwo steht? holzig und etwas rußig im Mund. Genau. Steht da gut, finde ich. Ja, finde ich auch. Finde Das ich ist, super. also wenn jemand Weine mit richtig dunklem Schokoladenton, mit diesem etwas mehr Holz und dieser ein bisschen eingemachten Frucht und mehr Wärme will, Oder hat der wird da begeistert sein. bisschen Kräuterwürze, also es ist Nein, das schon ist ja guter Wein. auf jeden Fall. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber für ein großes Gewächs darf das aus meiner Sicht ein bisschen mehr Finessen haben. 2, 3, 9, 3, 7, 3. Kirschiger. Getrocknet, Ja, florales. ja. Stimmt. Ja, und dann auch Pfeffer und mineralische Anklänge. Ist deutlich kühler und geschliffener ist jetzt der andere. Aber im Mund geht er so ein ganz bisschen dann doch in die Breite. Ich weiß nicht, wie du ihn empfindest. Ja, da wird er auch sehr schokoladig. Das ist dann deutlich Bitterschokolade. Es hat nicht die Wärme vom anderen. Es wird kühler. Es ist sehr geradlinig.
aber dann halt nicht ewig tief. Ne? Mhm. Hat hübsch Alkohol. Jo, hat es. Aber das sind die 8 knapp. Finde ich auch. Das sind eher 7. Das hat nämlich ist weder komplex noch tief genug für mehr. Das langt nicht ganz. Na, jetzt sind wir ganz woanders. Das ist Baden, das Staatsweingut Freiburg mit dem blanken Hornsberger Doktorgarten. Tja, guter Wein, ist das ein großes Gewächs? 239619. Das hätte ich jetzt nicht unterschreiben. Ja, deutlich heller. Tabak, getrocknet, pflanzlich. Bisschen grün, hä? Ja. Oder täuscht es? Besser. Ja, doch. Ja. Es hat schon Schliff. Aber es ist deutlich grüner als gestern. Das hat es manchmal, diese. Diese grüne Aromatik kann diesen frischen und lebendigen und eleganten Charakter fördern. Aber wenn es ein bisschen Luft hat, merkt man halt dann vielleicht doch. Also im Mund. Merkt man doch, dass es vielleicht nicht ganz direkt. Bestätigt. Wird dieser grüne Eindruck bestätigt. Schon ein merklicher Säurebiss. Ich finde auch der Abgang. Nussbutter. Stimmt. Oh, der hält's nicht. Nein. Der hält's nicht. Ja, die Nusstöne. Stehen drin, aber es ist jetzt eher Nussbuttertöne. Uiuiui, Nanosin. Das reicht nicht für mehr. Wenn ich mir anschaue, was ich ihm für Reifezeit gegeben habe, dann war das eigentlich schon im Raum gestanden, dass es nicht reicht. Oh. Sehr schade dieses Jahr, weil das war letztes Jahr so klasse. Das ist Adenauer. Das ist Rosenthal. Hey, oh mein. Wird ein bisschen zu weich. 239428. Das war letztes Jahr, waren das die größten A-Weine von Adenauer. So, da haben wir was Herbes, Geschliffenes, getrocknet, pflanzlich, tabakig. Echt? Gestern war da eine Spur tabakig, das stimmt nicht mehr. Ja. Rot- und schwarzbeerig. Der hat auch was, was Pinot sehr gern hat, dieses getrocknet pilzige. Das ist merklich straffer. Herber, kühler. Trocknet ein bisschen. So ist es. Also er wirkt jetzt etwas kantig, etwas spröde. Ja, ja, ja. Es ist ein punktemäßig für mich das höchste der Gefühle. Nein, es sind nur 8. Das ist ganz klar. Das sind nicht. Da fehlt die letzte Tiefe für wirklich ganz hohe Wein.
Und dann hat es halt wirklich ein bisschen diesen spröden Gerbstoff, den er nicht ganz ablegen wird. Das hat zwar durchaus einen Schliff und es hat gewisse Nachhaltigkeit und es hat Struktur und klare Frucht. Da gibt es vieles, vieles Positives zu sagen. Aber es ist noch nicht groß. Das ist. Müssen wir uns in Deutschland damit oft auch einfach noch abfinden, dass das noch nicht so weit ist. Oft. Wen haben wir? Kreuzbergs Neuenahrer Schieferlei. O39474. Ich habe da eine Erinnerung und ich weiß noch nicht an was. Also ich finde, das ist so eine typische Pinot Noir-Nase. Dieses Vegetabile, so ins Fass, ja, und gemüsige. Weißt du, was das Gemüse, weißt du, was ich da ganz deutlich habe? Nicht Artischocke. Artischocke ist ein bisschen. Und ganz stark Kapern. Kapernbeeren. Danach riecht's. Ja, Kapern bringen mich sogar zur Aubergine. Aubergine habe ich auch bei vielen Weinen drinstehen, okay, weil das sehr, sehr oft, oft gerade die A-Weine und sowas haben. Also Pinot hat gern mal so, wenn er ein bisschen reifer ist, hat diese Auberginentöne. Genau. Ja, Auberginenhaut. Richtig. Und dieser Lorbeer steht auch schon drin. Das ist also wirklich so, das ist auch so ein Essenswein. Da geht das Holz schon ein bisschen ins Teerige, aber der Wein fängt es schon auf. Nein, bei mir ist eher dieses Lakritz, was du da schreibst, weil Teer ist so. Oh, Lakritz stimmt. Auch. Etwas, das ist nicht natürlich. Ja, aber dieser heiße Asphalt, das hat der schon. Oder? Was war das für eine Reaktion, bitte? Ach, ich war jetzt vor kurzem dort. Ich weiß gar nicht, wo du meinst. Leicht ins Winzige gehen. Super heiß. Also es ist schon, ja, Lakritz steht ja sogar drin. Ja, steht doch alles drin. Ja, ich weiß gar nicht, was du hast. Steht doch alles drin. Habe ich schon gesagt, dass alles drin steht. Steht alles drin. Habe ich schon gesagt, dass steht alles drin. Ja, aber das ist. Also der kann das schon. Auch wenn er ein bisschen wärmer ist und alkoholstärker. Aber das ist komplex und hat Schliff. So ist es. Mhm. Habe ich da einen Segen? Das da stehen zu lassen. Was ist das für ein Blick? Ja, also das kann er locker. Ich bin natürlich. Wärst du eher bei 90? Wir können ihn natürlich nochmal reinstellen, damit wir es noch länger unser Video wird. Oder? Nein, ich kann mit 90 sogar leben, weil er wirklich nachdrückt. Ja. Bevor ich jetzt mit dir rumstreit. Ich habe eh schon so viele Punkte bei dir gut. Kann ja mit 90 leben. Was war das? Ja, also das. Was denn? Ja. Das da? Ja. Ah, das ist Dr. Heger. Achkarrer Schlossberg. Oder heißt es Achkarrener Schlossberg? Wer weiß. Dazu muss man sagen, Heger hat in den letzten Jahren gewaltig zugelegt, was die Feinheit und die Komplexität und die Festigkeit und die Tiefe der Weine angeht. 238787. Du denkst ja, lass ihn halt reden, oder? Schwadronieren. Habe ich ihn schon? Ja. Ja, rauchig, speckig, total, so wie du sagst, aber auch getrocknet, floral. Und weißt du, was in diesen Speck gewickelt ist? Warte. Grüner Spargel. Okay. Datteln sind auch nicht ganz schlecht, aber es ist was ganz was anderes, das da mitschwingt. Aber kannst du es nachvollziehen? Ja. Weil das hat man auch noch angebraten und deshalb gehe ich mit dem Spargel mit. Ja, ja.
Oder ich habe schon fast Schokolade in der Nase. Ja, der Mund auch. Rauch, bitter Schoki. Ja, es ist auch ein bisschen bitterer Rauch. Boah. Weißt du, was ich meine? Das ist schon halt. Das ist halt schon ein sprödisierendes Holz. Ja. Da hat sich das Holz ganz schön durchgesetzt jetzt mit der Luft. Also ich weiß immer nicht, wenn ich solche Weine im Glas habe, wo sich das hin entwickelt. Was rein, ist auch hinten raus, bleibt das, ist das rußig. Nicht, dass das nicht eine sehr geschliffene, saftige Frucht hätte. Die hält auch nach. Mhm. Aber wozu braucht es diesen Ruß? Das ist jetzt den Wein einmal durchs Ofenrohr abgekühlt. So ist es. Doch nicht Blödsinn. So einen dunkel gegrillten Bauchspeck. Ja, ja. Das ist halt, im Abgang. Das ist halt der deutsche Hofweh. Ich würde es nicht machen. Ich, wie gesagt, der Wein ist sehr, sehr gut. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er, wenn er das Holz einbindet, die 90 wieder verdient. Aber im Moment kann er es nicht ganz. Auch weil er nicht ganz die Tiefe zu haben scheint. Dafür ist die Frucht sehr geschliffen. Naja, noch ein bisschen unsicher. Deutzerhofs Mönchberg. Was ist? Maischoss ist das, glaube ich. Oh, Junge. Kann ich mich nicht an Ort erinnern. 2, 3, 9, 4, 3, 2. Deutlich verhaltener. Ein bisschen feiner auch. Ja. Tabak hat schon Holz, aber es ist deutlich zurückhaltender. Und diese Bärentöne sind herb, aber klar und geschliffen. Ja, das Zedrige hat er wirklich. Mhm. Naja. Das ist ziemlich aufgeräumt. Ja, stimmig. Aufgeräumt. Mhm. Ich finde, das ist so Holunder. Holunder kann auch sehr herb schmecken. Ja, und vor allem ist es so kühl und geschliffen und hat so eine unheimlich wunderbare, marmorierende Säure, die aus dem Wein, die dem einen unheimlichen Zug verleiht. Oh, das ist ja Steak, animierend, ja? Ohne Ende. Hm? Steak? Das schmeckt ja nach Steak, weil das Pfeffer ja auch hat und diesen ganz leicht säuerlichen Fleischsaft. Das hat das alles drin. Oh, das ist klasse. Ich auch. Was essen wir zum Abendessen? Oh, Steak. Oh, das ist aber wirklich. Gibt's bei mir morgen. Oh. Und hinten raus, so und hinten raus nur Pfeffer. Stil, ne? Das ist so keine Effekttasche. Na, gar nicht. Da reichen die 90 Jahre. Mhm. Finde ich auch. Es gefällt mir, dass du das sagst. Das ist unheimlich viel schwarzer Pfeffer. Du hast den jetzt seit einer Minute geschluckt oder gespuckt. Und du hast da hinten raus schwarzer Pfeffer, schwarzer Pfeffer, schwarzer Pfeffer, ohne Ende. Finde ich klasse. Das ist ein super Wein. Die Frage ist 91 oder 92? Soweit war ich auch schon. Und ich glaube, die Länge ist beeindruckend. Also ich
wir können Folgendes am Gaumen machen. Wären wir bei 91 lieber. Okay. Was den Abgang angeht, könnte ich sogar mehr. Also, entweder machen wir 91 oder wir stellen ihn noch mal rein. Nee, noch mal rein. In dem Fall ja, weil das ist mir zu... Also ich glaube, vielleicht sollten wir doch mal drüber nachdenken, unsere Videos zu schneiden. 2394. Warte, ich bin doch nicht mit dem Schreiben fertig. Du kannst einschenken. Aber wir machen es uns nicht leicht. Ja, aber den Zuschauern ja. Also ich bin ja sowieso für Extrakt. Oder die lange und die kurze Version. Ja klar, aber dann müssen wir halt uns irgendwann hinsetzen und das alles schneiden. Und das schaffen wir natürlich. Siehst du das? Und das schaffen wir natürlich nicht zeitnah. Das geht halt nur hinterher. Hinten Mann. Also kann man das alles machen? Okay. 239426. Aber das hätte ich jetzt problemlos weiter trinken können. Oh. Dunkle Beeren, also etwas wärmer. Ein bisschen wärmer. Viel Pfeffer. Es hat also ganz noble Würze. Ja. Sehr, sehr einnehmend. Ja. Na komm. Der ist auch null schüchtern. Nein, das ist sehr klug eingesetztes und sehr gutes Holz. Zu allem, was er sonst hat. Pfeffer hat er natürlich, das stimmt. Das erinnert mich an Granatapfel. So irgendwo hatte ich das auch mal drinstehen bei den Pinots. Ich weiß nicht, ob hier. Ich glaube hier nicht. Nee, hier nicht. Aber du hast recht. Aber das ist schon fast betörend. Und dann hinten kommt Salz nach. Und ein ganz tolles. Da! Originäres Tannin, da steht's drin. Ist genau das, was ich wieder habe. So ein ganz originäres Tannin. Das mit dem Holz gar nichts zu tun hat. So ein richtig klasse. Grandioses Schalentannin. Ja. Anders als beim vorherigen Wein. Ja, aber da reichen 90 auch nicht. Nein. Das ist verdammt gut. Also da reichen 91 nicht. Okay, also es gibt eine gewisse Konzentrierung. Ich mache jetzt einfach mal. Stell alles hoch. Ja, komm, du musst mal beeilen, sonst wird alles wieder warm. Aber wir haben die Klimaanlage an. Es hat einen herrlichen Saft. Ach nett. Ach, ignorieren. Nett. Du kannst es nicht abheben, wenn der dran ist. darf ich einen Tipp abgeben? Ja, auf jeden Fall. Das ist Heger. Nee. Danke. Dann sind wir ja schon fertig. 239430. Okay. Aber ich kann deinen Tipp nachvollziehen. Ja, dann ist halt Keller, aber es ist. Ich war bei. Super! Ich bin völlig durch den Wind. So, das riecht aber wieder nach A.
Okay, wenigstens. Also einmal. Warte mal, ich kann, ja, es ist, ich. Ja, du musst nichts sagen. Ja, richtig. Rufschütze, Sie haben recht. Was war da dann das Guard? Wie hast du denn hier eh reingestellt? Also ich habe es ja dann eh wieder blind, also kannst du es mir ja sagen, was das Guard war. Meine Güte, ich habe jetzt keine Brille. Das kann aber nicht sein. Willst du gucken? Nee. Achso, wenn du es sprichst, nochmal rein dann. Ja, eben, dann kann ich gucken. Wölle! Genau. Heiliger Strohsack. Besser Wölle aller Zeiten. So, okay. Das wäre schon mit den anderen Noten gewesen. Übrigens. Können wir jetzt endlich weitermachen? Das ist immer dieses. Also. Aufgeräumt. Nur ein bisschen rustikaler und was ich da habe, sind so, na, und was mir vor allem auffällt, sind diese getrockneten Suppenkräuter. Das wirkt fast wie schon eine Spur entwickelt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, da hält es nicht. Ich jetzt ganz nein, ketzerisch. Ich kann mir nicht vorstellen, okay. Ich habe ihn in den Mund gehabt. Ja, aber ich musste ja spucken auch. Ich weiß nicht. So ein bisschen marmeladig, ha? Und aber auch so ein bisschen sauerkirschig. Und also vielleicht auch im Moment. Vielleicht hat er einfach im Moment nicht ganz. Nee. Wenn er diesen Marmeladenton hat, hat er ihn. Also das wird vielen Leuten unheimlich schmecken, weil es wirklich eine schöne Frucht hat. Das ist Saft. Das ist. Man hat fast den Eindruck, dass es so 3 Gramm Zucker hat. Aber. Du hast recht. Du hast leider recht. Biss stimmt. Saftig ist es auch. Und ein bisschen so Salz. Und Zitruszesten. Also ist es ein toller Wein. Nur sind wir jetzt hier natürlich ganz oben angelangt. Ja, diese Zitronenzesten, die du jetzt schreibst, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, das hat er deutlich. Gib mir mal einen ganz kleinen Stück, damit ich das mit dem Schreiben fertig machen kann. Verzeihung. Aber man merkt, er kommt da nicht ganz mit. Die Frage ist, sind 88 oder 89? Ich würde ihm die 89 geben, aber vielleicht weiß ich nicht, ob das alle wissen, dass es da diese bestimmten Sprünge gibt bei den Punkten und dass einfach zwischen 89 und 90 nicht nur ein Punkt dazwischen ist. Naja, es ist schon nur ein Punkt dazwischen, aber es bedeutet halt dann schon einen weiteren Schritt in Richtung andere Klasse. Und die schafft er nicht ganz. Aber das ist saftig, das macht auch totalen Spaß. Aber er kommt bei den Großen nicht ganz mit. Das ist Ahrweiler Silberberg von Kreuzberg. Ganz andere. Müssten wir eigentlich wieder in Baden sein, wenn ich mich nicht total irre. Der Mann.
Oral sollte man das ja schon merken können. Ja. Das ist sehr geschliffen. Das hat eine ganz, ganz feine Frucht. Bisschen Speck und Pfeffer. Hätte was Und so ganz ganz leicht feine, Her balsamisch, ja, also was bestimmt, richtig. Und so ganz feine, helle Kirscharomen. Nicht so diesen Sauerkirsch oder sowas, sondern helle Kirschen. Fast ein Hauch Himbeeren. Das ist ziemlich fein. das ist richtig. So geht das auch weiter. So ein ganz klar geschliffen, kühl, mit einer ganz transparenten, aber ein bisschen vibrierenden, ganz feinen Frucht. Das ist Keller, oder? Nein. Ach komm, hör halt auf, Mann, mir tut ständig zu mir leid. widersprechen. Tut mir leid. Du musst besser raten. Du könntest auch einfach aufhören, mir zu widersprechen. Total elegant. Aber wir sind in Baden. Ich habe wirklich, es ist so dunkel, dass ich das. Nein, nein, sind wir Echt nicht. nicht? Ich Nein. bin ja völlig perplex. Wer macht dann so brillante Weine an der Ahr? Also in dieser Art. So, jetzt habe ich mich gründlich in die Nesseln gesetzt. Nein, die Nesseln gesetzt ist falsch. Das ist so stimmig. Selbst lächerlich Das gemacht. ist Das ist sehr transparent, sehr nett wieder vorstellen. Ich muss noch spucken, ich will es nicht sehen. Nein, du hast recht mit Baden. Jetzt sehe ich es. Es ist so dunkel hier. Danke. Ich hätte es jetzt. Also ist doch Baden. Also er Hallo? hat sich nicht Kannst du es beschert. trotzdem noch wegstellen? Ich will es nicht sehen. Ich habe vor allem keine Ahnung, wer es dann ist. Weil das ist auf keinen Also, Fall Heger. Was ist denn dann? nein, das ist Wörle hatten wir. Schlür. Ach du Das Scheiße. ist, hattest du jetzt gar nicht so auf der Pfanne. Ja, dann ist das aber auch der beste Schlörwein aller Zeiten. Ich Das muss hat es eine jetzt Finesse, gestehen. das ist elegant, das ist nicht übertief, aber es ist saumäßig gut. Hä? Haben Was? wir nicht oft bei den ganz Großen. Weshalb ich jetzt wirklich mich. Bisher nie, der war noch nie so fein. Da steht es, das ist ein bisschen eingemacht wirkend, aber trotzdem, das hat so viel Schliff. Das ist. Und dann was Kühles dabei. Also, das macht eine richtige Freude. So ein kleines bisschen Kakao im Hintergrund. Also, das ist ein schöner Wein. Das ist also das Weingut Schlör mit dem Reichholzheimer Oberer Fürst. Klingt wie ein Grammatikfehler, aber so ist es halt. Der Wein ist kein Fehler. Das macht echt Laune. Der beste des Weinguts? Ich glaube, der 23 beste, den es bislang gab. 9679. Wieder Speck und Aubergine, das kann ja fast nur wieder A sein. Das ist richtig Aubergine. Ja, und die ist angebraten. Ja. Ein bisschen paniert. Viel Pfeffer. Ja, so Trockentomaten, klar. Thymian. Fast mediterran. Das ist was Mediterranes, das ist richtig.
Nicht fast, das ist mediterran wirkend. Viele Kräuter, teils harzige Kräuter. Ja, wenn dir da jemand sagt, das ist südliche Rom, bist du nicht sicher, ob es nicht stimmt. Ja, die Säure verrät den Wein, aber. Ja, aber die machen es heutzutage auch ein bisschen anders. Aber das ist schon toll mit seiner tollen Würze. Da dieses getrocknet, dieses, das ist wirklich wie garrig. Das würdest du in Südfrankreich so nennen, oder? Und wenn ich dir jetzt die Lage, oder magst du raten? Na jetzt, wo du mir die Lage, dann ist es natürlich Kräuterberg. Ja, das hat mich jetzt echt gefreut. Da bist du, das ist jetzt rausgerutscht. Na, jetzt kannst du es herstellen, ist schon wurscht. Aber das ist, der hat seinen Namen zurecht. Ja. Wenn ich tippe, musst du immer irgendwelche Jingles singen. Es will keiner mich singen hören. Ich kann ja nicht singen, während ich tippe. Das komme ich ja raus. Also, der hat sich gestrafft und der ist komplexer geworden in der Luft. Das ist besser. Vor allem, weil der seinem Namen so viel Ehre macht. Also das ist ja sowas von kräuterig. Also ich hätte ihm 92 geben. Gut, kann ich nachvollziehen. Er hat auch Schliff. Und er ist so stimmig. Da geht's einfach durch. Da willst du nach jedem Schluck einen zweiten, weil dann zieht der an mit seiner feinen Säure. Diese pilzigen Aromen, die du da drin sagst, das sind auch so Kräuterseitlinge. Ja. Ja, bin ich sofort. Ja, aber nicht nur, sondern auch Steinpilz. Also okay. das hat schon was sehr Nobles. Also hier? Ich bin begeistert? Ja, ein bisschen begeistert bin ich jetzt schon, muss ich ehrlich sagen. Das ist der Walpurzheimer Kräuterberg 214 von Meierneck. Bisher war alles 214, gell? Ja. Ich glaube, wir haben gar nichts anderes. Das nehme ich zum Trinken mit heim. 238791. Jetzt hast du mir was in den Kopf gesetzt mit den Pilzen. Das wird rauchig, schmeckig. Ja. Ein bisschen mehr auf der Holzseite. Richtig. Ja, Cassis hat es wirklich. Das ist doch schon wieder Deutscher Hof, oder? Ja. Für mich wirkt er etwas floraler, der Wein. Ja, ist auch reifer, wärmer, ein bisschen ausladender in seiner ganzen Charakteristik. Mhm. Aber der hat schon Festigkeit auch und Nachhalt. Ja. Ist für mich auch knapp. Es ist halt erfahrungsgemäß, dass diese Weine mit der Reife ein bisschen in die Breite gehen und ein bisschen so leicht das Verschwimmen anfangen. Heute könnte ich mit den 90 leben. Du nicht ganz, gell? Oder wie muss ich deine verschwommenen? Ich würde ihn lassen. Ja? Wobei ich natürlich nicht dazu muss ich sagen, nicht die Erfahrung habe, um zu sagen,
Er wird breiter. Ich kann dir sagen, warum ich ihm die 90 Gerne. lassen würde. Gerne. Und zwar, er hat eine marmorierende Säure, die Stimmt. sich wie so durch den Wald durchzieht. Und eine sehr noble Frucht dazu. Der Oder? Holzeinsatz etwas schwierig, aber das ist jetzt ein Wein, da kann ich gut mit den 90 Da leben. trocknet ja nichts. Das ist ja nicht spröd, das Holz. Nur, also das ist Deutzerhof, das ist das Kirchtürmchen aus Neuenahr. Ich würde es nur nicht ewig aufheben. Erstens nicht ewig aufheben und eine Spur gekühlter trinken, weil es halt einfach ein bisschen mehr zur Breite neigt. Relativ komplex und vor allem sehr nah an Länge hat er. Aber keine 10 Jahre weglegen, nichts für die Kinder. 239810. Ganz was anderes. Ganz. Warm, Wahnsinn. floral. Ich weiß nicht, du sagst warm und ich kann es bei der Frucht verstehen, aber Ja. ich finde auch Minze wieder. Ich weiß nicht, du hast hier sowieso schon eine Spur Kräuter. Minze, es könnte eigentlich auch Eukalyptus sein. Etwas, was ihn Ich kühlt, weiß, was du meinst. was die Frucht. Bin ja. Dann hat es etwas, was so an luftgetrocknetes Fleisch erinnert. Das nachvollziehen. Das kann ich gut. Da wüsste ich jetzt wieder gar nicht, wohin stecken. Kann ich gut nachvollziehen, dass man ihn Komisch, nicht. am Gaumen wirkt er wirklich kühl. Obwohl er spürbar Alkohol hat, aber er hat was Kühles auch. Bisschen Lakritz. Hat er auch? Spannend, sehr präzise. Da bin ich nicht ganz bei dir. Oder modern? Lass es mal Ja, modern. ich glaube, dass da auch diese minimale auch Kohlensäure drin hat. Ich habe so viel von diesen Candies und Lakritznoten und es bleibt so ein kleines bisschen vordergründig und dahinten drauf drückt der Alkohol nach, obwohl der ja jetzt auch gekühlt ist, der Wein. Mir langt es nicht ganz. Ich glaube, dass es die Tiefe nicht ganz hat. Kannst du das nachvollziehen? Kann ich nachvollziehen. Also, mir ist er vielleicht etwas zu Genau. glatt. Jetzt sind wir beieinander. Und da sind 89 das Äußerste, das ich Das finde. finde ich jetzt nicht, Ja, aber. okay. Ja. Also, es ist gerade unfüllig. Da sind wir auch ganz woanders. Das ist das Weingut Keller mit Oberrotweiler, Kirchberg 240. Ich glaube, es ist wirklich alles 214, oder muss ich das immer dazu sagen? Warte mal, ich darf immer den Zettel durchfassen. Ach, an der A haben wir 2, 213, aber die haben wir noch nicht. Okay. 2394772. Der Fliegenpilz kommt. Was wolltest du sagen? Weißt du was? Wollte sagen, wir hätten das Rollo hoch machen Das geht gar können. nicht, das wird so heiß. Das kannst du komplett Also vergessen. 2394772. Wenn da die Sonne richtig reinbrennt, wird es ganz unlustig. Trotz Klimaanlage. Da muss man sich verrenken, um sein Glas zu kriegen. Oh, ganz anders. Also, Die Weine werden schon wieder besser. Ich kriege schon wieder fast nichts mehr ins Glas. Das ist sehr floral.
hell. Da fehlt was in meiner Beschreibung, mir fällt nicht auf was. Also, das ist ein ganz bestimmtes Gewürz. Ich war bei Bitterschokolade in der Nase. Ja, das, also, es ist, das ist aber nicht, was ich meine. Kann riechen, ja. Kann ich mir vorstellen. Das ist ein Gewürz. Ja. Bin mir nicht ganz sicher. Also ich, mir fällt jetzt sowas wie entweder eine Muskatnuss, die noch nicht gerieben wurde, oder eine. Ja, und Salbei. Hauchmuskat, Salbei. Was noch? Ja. Ich würde dich nicht unterbrechen. Zimtrinde heißt das, glaube ich. Wenn es nicht gemahlen ist. Ja. Also irgendwas, was so nussig, etwas herb. Munter dann ein ich bisschen was Geröstetes und was kann. Ja, Kardamom ist vor allem am Gaumen ganz deutlich. Sehr gut. Ein bisschen spröde wird er auch. Da steht sogar drin. Muss man nicht wird er, sondern war er auch schon. Dann hat er im Mund wieder diese Bitterschokolade, auch ein Espresso, der einen Säurebiss hat. Also wirklich ein etwas ganz Dunkles. Ach, super. Genau. Kaffee mit dieser Kaffeesäure. Du hast vollkommen recht. Was würde ich nur ohne dich machen? Wärst du hier schneller durch? Ja, es würde mir niemandem was nützen, weil dann blieb ja nur meine oberflächliche Betrachtung. Kann es? Ich glaube es nicht ganz. Was? 90? Sag mir, was dir fehlt. Es ist mir ein bisschen zu reif, ein bisschen zu weich, ein bisschen Marmelade, ein bisschen Schoki, ein bisschen zu sehr drohend, ein wenig zu verschwimmen mit der Reife. Nein, auch jetzt fehlt mir ein bisschen die Tiefe. Für das, ich würde es in 4 Jahren mit großem Vergnügen trinken. Dafür 90 reicht es mir nicht. Ich gebe nur einen etwas, was mir jetzt durch den Kopf geht. Sind die vielleicht eine Spur zu warm? Jetzt? Nein, im Moment noch nicht. Okay. Das ist ein wichtiger Einwand, aber im Moment finde ich das noch ziemlich passend. Wir haben es ja gekühlt. Heißle Bude. Das ist sein Übertrüber. Mich hat es vorhin, jetzt bei der ersten Probe, gestern schon gewundert. Und ich dachte, kommt der nicht hinterher? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also es ist jetzt so. Du kommst morgen nochmal. Ja. Dann probierst du morgen nochmal. Du kannst das ja versuchen zu beweisen, dass er mehr kann. Und nachdem die Anja morgen kommt, nehmen wir das auch nochmal auf. 239468. Dann mache ich noch ein paar Bier jetzt schon. Ja, ich bin ja auch gespannt. Das ist. Naja, ich bin auch gespannt. Also so ist es nicht. Das ist ja gerade da. Das ist ja sein in seiner Haushierarchie der ganz große. Gerade der nicht mitkommend. Ja, deshalb. Wir werden morgen sehen. Oh, das schreibst du so schön. Es ist eine reintönige Aromen. Wo schreibe ich das? Mit sehr reintönigen. Ein kühler Duft mit sehr reintönigen Aromen. Ach, jetzt. Sagst du gleich zweite Zeile. Soweit lese ich ja meistens nichts. Ja, das wissen aber die anderen nicht. Ich weiß es ja nicht mal. Eine schöne Kräuterwürze. Und wieder ein bisschen Pfeffer. Ja, viel Pfeffer. Mhm. Was denn? Habe jetzt einen Sprung gemacht.
denn nicht so beabsichtigt war in den Punkten. Du meinst, wir hätten noch 91er und das ist schon 92. Wobei das für mich jetzt. Jetzt eine scheiß Fruchtfliege eingeatmet. Weil das für mich jetzt auch wieder eher 91 ist, weil 92 sind es noch nicht. Hast du ihn schon. Ich habe ihn schon im Mund gehabt, ja. Also für mich sind das wunderbare, saftige 91. Aber der macht schon Spaß. Also probieren wir den nochmal mal. Wenn du möchtest, klar. Willst du ihn zeigen oder nicht? Ja. Also du möchtest. Du darfst ihn zeigen. Ah. Ein bisschen Verwandtschaft hat man sich gedacht. Dr. Heger, Iringer Winklerberg, Rappenecker. Jetzt warte mal, ich muss das, wir stellen morgen natürlich bei der jetzigen Note rein. Aber gerne. 239426. Er hat nämlich Kraft und eine unglaubliche Feinheit. Ja, du hast ja recht. Das ist eine ganz, ganz, ganz eigene Würze. Wenn ihr da irgendwann rausfinden könnt, was das ist. Es kommt schon ein bisschen vom Holz auch. Also ich kann dir sagen, so meine erste Assoziation war sogar sehr wahnsinnig gute, ganz alter Islay Whisky. Bisschen Jod, bisschen was Erdiges. Ja, das ist gut. Das ist ziemlich gut. Und vor allem. Also wirklich so ein 15 Jahre, also 15 Jahre, vielleicht nicht 20. Und, fast diese, das riecht wirklich nach, weißt du, so dieses Moosartige, dieses Not, das riecht wirklich nach. Gut. Also ohne strittig zu sein, weil. Nein, ich verstehe genau, was du meinst. Und dann die Würze, das kann auch eine unglaublich gute Sojasauce sein. Also er hat, aber wir sind hier wirklich zu verzichten. Soja ist sogar hervorragend. Gerade am Gaumen hinten raus hat er unheimlich viel davon. Und Sesam. Mhm. Ganz. Jetzt weiß ich auch, was mich da ein bisschen, was mir gefehlt hat. Ja, ich verstehe. Also Sesam kann ich auch gut nachvollziehen. Also es hat was Asiatisches. Stimmt. Das ist total. Etwas von Schottland? Geht es bei mir ums Eck, beim Japaner, so ein Huhn, so einer ganz leicht süßlichen Algen, Sesam, was weiß ich was, Soße. Das riecht total ähnlich. Algen auch. Das ist. Das ist schon sehr eigen. Und sehr speziell. Und mit diesem, ach, das hatten wir schon. Der Wörle. Also, ich glaube zwar, dass 91 reichen, du hast ja recht gehabt hast, aber es macht einfach deshalb, weil du für mehr noch mehr Rückgrat bräuchtest. Aber das ist ein toller Mann. Ich würde das zwar auch dann in 4-5 Jahren trinken, aber ich würde mir das kaufen. Das ist richtig, richtig gut. Ich auch.
wenn er dem, wenn er da schafft, noch einen Hauch mehr Rückgrat reinzubringen durch noch mehr ja, Mineralik oder Säure oder beides oder wie auch immer. Sehr schön. Also, bester Wörle aller Zeiten, ganz ohne Zweifel. Das ist die Lahner Kirchgasse. Da wusste ich jetzt wirklich den Ort nicht. Lahr, genau. Lahner Kirchgasse. Steht ja sogar drauf. Man kann sowas kaum lesen, wenn man so blind ist wie wir. Das Breisgau, ne? Also, ums Eck vom Huber. Und langsam merkt man es. Unbedingt merken. 2, 3, 9, 6, 6, 8. Oberschiene. Das ist wieder A, oder? Ja. Ja. Das ist geschmorte Oberschiene. Das ist so herkunftstypisch. Und ein bisschen dunkles Holz, also nicht frisches, sondern altes Holz. Oh, sehr fein, sind sie nicht mehr. Müssen wir mal entfernen Button. Altholz, oder? Kein neues Holz. Naja, so Wacholder hat er schon auch. Ja, das erinnert schon an so Wildbeize im positiven Sinne. Ja, und das ist wie so so ein Weißkohlgemüse, das man so ein bisschen das warm gemacht wird, dass man ein bisschen mit Gin abgelöscht hat. Okay, ja. Weißt du, was ja, ich meine? Also dann, wir kommen immer wieder auf die Wacholder-Spuren, ja. Ja, klar. Und Pilzen. Ich überlege, ob der nicht sogar schon so hart ist, so was harzig ist wie. Das, was harzig-holziges hat das. Ja, na klar, er hat Harz. Sehr gut. Von Monkeys, von Gin Monkeys. Und der hat Druck. Aber es ist wieder dieses sehr rauchig holzige drin. Das ist also und speckige. Das muss man halt mögen. Das ist halt von diesem feinen geschliffen, fruchtigen aus Baden, damit hat es nichts zu tun. Es ist jetzt, wie soll ich sagen, es packt einen mehr an, ne, springt einen ein bisschen mehr an. Es hat mehr Holz, es hat mehr Erde. Es ist ein bisschen spröder. Mir wären 90 lieber. Was sagst du? Ach komm, vertipp mich. Der hat auch nicht nur Wacholder, der hat auch Lorbeer. Das hat meine Beine. Vor allem hinten raus. Ja, ja, du hast ja recht, du hast ja recht, du hast recht. Du hast ja immer recht. Wenn ich dir recht gebe, meine ich. Die Beize ist wirklich gut. Das ist ziemlich treffend. Weißt du, ein Grenzfall. Und bei Grenzfallen
Lang ist er ja. Sagen wir also pro. Und ja. Okay. Und ja. Neunader Sonnenberg, Meier-Näckel. Die sind eleganter geworden in den letzten Jahren. Ja, gut, nicht nur die. 239808. Ich hab schon wieder so eine Würze. So eine ganz eigene. Ja. Nur ist das eine Spur offen. Ja, warm, sehr warm. Also Spur offen heißt angedeutet oxidativ. Und der hat auch diese Lorbeer. Noten und diese Geschichten. Er hat nur nicht ganz die Finessen vom anderen. Das ist noch. Das hat noch einen ganz, viel zu jung. Ganz eigenwilligen. Das sperrt sich total. Das brauchen wir mal. Ja. Das brauchen wir gar nicht weitermachen. Das macht ja so zu gerade. Das, und das ist auch salzig, dass alles zu spät ist. Aber im Moment noch so unruhig. Ein bisschen was. Machen wir mal. Machen wir gar nicht weiter. Ja. Und hinten raus kommt nur Lorbeer. Willst du ihn zeigen? Nee. Oder nicht? Machen wir mal. Das ist völlig unsicher gerade. Gut. Länge hat 239666. Das, dieser Lorbeerton ist so intensiv, auch im Abgang, merkst du das? Mhm. Das ist Speck. Liebe Schwan. Der liegt sogar auf ein bisschen Sauerkraut. Ja, ich hatte jetzt eher so Sardellen so eingelegt, aber ja. Das ist Mordspeck. Oh verdammt, ich krieg Hunger. Oh, ich auch, das kann ich ja gar nicht sagen. Und so geht es im Mund weiter. Unheimlich viel Bauchspeck, geräucherter. Mhm. Der will's wissen. Ich habe da noble Frucht geschrieben. Die ist im Moment total versteckt hinter diesem Speck. Speck, Pfeffer, Salz. So ein ganz grobes, genau. Als du schreibst hier Graphit. Also es ist ganz dunkel. Ja. Puh. Wir werden mehr Weine morgen nachprobieren müssen, weil das reicht mir heute auch nicht. Das hat sich so verändert. Ich glaube nämlich, also es könnte noch nach oben gehen. Was meinst du? Der Verdacht liegt nahe. Das kann man zeigen, weil das ist definitiv sicher saumäßig gut. Das ist Dannauer Pfarrwingert von Meier-Näckel. 239470. Sehen wir ja alles morgen nochmal. Was haben wir denn? Nur die Rotweine? Nein, ein bisschen was mache ich schon noch dazu, aber wir machen nicht so viel, dass wir stundenlang filmen müssen. Die armen Zuschauer. Genau, vor allem, weil wir Freitag schon wieder da sind. Verteilen wir halt auf ein paar kleinere Geschichten. So.
Das hat was viel von Wurzelgemüse drin. Das ist sehr zu. Etwas Ätherisches für mich. Was Kräuteriges, Ja, hat's auch. was Zedriges. Hat's auch. Das ist schon viel reife Frucht. Das ist ein bisschen dunkel, speckig wieder. Sehr dunkel, ja. Das hat auch straffes Tannin, das hat Biss. Das ist sowieso ganz straff. Da ist der Granatapfel drin. Sieht das? Ich habe gesagt, irgendwo habe ich ihn reingeschrieben. Ich finde aber, steht gut. Für mich reicht es. Das sind 91, das ist für deutschen Spätburgunder schon sehr, sehr viel. Aber mir würde noch ein bisschen Präzision und Frische fehlen für noch. Dr. Heger, Vordere Winklerberg aus Ehringen. Das war schon ein saumäßig guter Riesling, wenn wir uns erinnern. Das ist auch ein saumäßig guter Pinot. 239621. Oh, okay. Viel Tabak. Und wieder ein bisschen Aubergine. Er steht sogar drin. Da habe ich sogar reingeschrieben können. Mich wirkt er jetzt fast etwas leicht offen. Ist er auch. Das stimmt. Das stimmt. Ist das ein 13er? Warte mal, doch. Sehr gut. Ja, nicht sehr gut. Du hast es doch gesagt, dass er offen ist. Und das stimmt ja auch. Was von so dunklen, ganz langgezogenen Rooibos-Tee, so ein Oh, bisschen das ist gut, vor allem am Tee. Gaumen habe ich das auch gerade. Also. Aber auch schwarze Oliven. Ist anders als 14. Es hat viel, viel Kraft. Der hat zu viel Power. Ja, nur Nicht die Feinheiten. ja, nicht die letzten Feinheiten. Das stimmt. Aber er bleibt halt sehr kompakt und er bleibt unheimlich lang stehen. Und den kannst du ja kauen. Das ist sicher nicht jedermanns Stil, aber das ist vor allem diese Länge, merkst du das? Ja. Wie der drückt und drückt und drückt und er drückt nicht nur Alkohol, sondern er drückt wirklich das Aroma. Ich glaube, dass man den schon da stehen lassen kann. Zweifelsohne. Ja, da sind wir wieder bei Arne Neue. Wir hatten die gleiche Lage gerade schon mal in Rosenthal. Das ist das Ahrweiler, glaube ich, oder? Ja, Ahrweiler Rosenthal. 13. 13 ist viel kräftiger als 14. Ist vielleicht da nicht jedem Vino-Fans liebster Wein. Es ist halt deutlich tiefer und komplexer. Die Länge ist der Hammer. Also das ist schon, na, vielleicht mehr der Wein für Leute, die lieber südfranzösische Weine mögen. Aber gemacht ist das irrsinnig gut.
239432. Also da, wenn Aguilier auf dem Etikett steht, kriegt er von Parker 98 Punkte. Also nicht der, sondern der davor. Ist auch leicht offen jetzt. Mhm. Tabakig und pfeffrig. Also wie gesagt, offen, das haben wir schriftlich auch immer wieder, offen bedeutet ganz leicht oxidativ. Ist nicht schlimm, geht bei Burgunder auch schnell. Vor allem, wenn man wenig schwefelt. Aber es ist halt ein anderes Stil. Was sagst du? Ich habe noch nicht probiert. Erstmal muss ich die Tautologie rausmachen. Weil fest und straff gewirkt ist Blödsinn. Hab ich geschrieben. Also kein Vorwurf an irgendjemanden, nur an mich. Aber das und Anwesende ja, sind sowieso ausgeschlossen. Ja, außer dir. Und mir. Also außer uns. Ganz eigen. Sehr straff. Hat viel Biss. Also auf der einen Seite wirklich das Offene, auf der anderen Seite dieses Zupackende. Jo. Dann wird er so ein bisschen kakaowürzig hinten. Hatten wir schon mal, ne? Ich schaff's nicht ganz. Also, er steht im Kontext mit 92, kommt von 90. Er steht bei 91. Für mich wäre 90 wieder. Gut. Weil das ein bisschen, bisschen Kakao, warm, ein bisschen offen, dadurch ganz leicht zerfließend. Kreuzberg war 9 Ader, oder? 9 Ader Sonnenberg, ja. Lagst du vollkommen richtig. Haben wir hochgesetzt, aber schafft es nicht ganz. 239806. Was immer irgendwie gemein klingt beim 90-Punkte-Spätburgunder aus Deutschland. Das ist natürlich trotzdem einer der besten Weine dieser Art, die wir haben. Kühl. Viel kühler. Mit so leichten Candies-Noten. Das wirkt fast wie so eine Spur erhöhte Flüchtige, die dann dieses Einnehmende hat. Wenn es zu viel ist, wird es unangenehm, aber das wirkt fast ein bisschen. Du meinst ein bisschen auf der Kante genäht? Ganz genau. Auf der Kante genäht. Hä? Merkst du es nicht? So diesen minimalen Essigton, der da drüber schwebt. Uiuiui. Und zu wie eine Auster. Das hat mit dem Wein gestern, so wie es da steht, fast nichts mehr zu tun. Morgen. Der ist so dunkel. So dunkelerdig. Morgen. Das ist vollkommen zu wild. Das ist nur noch herb, fest, rau. Morgen. Gut. 239623. Ein
eigentlich müsstest du es dann wissen, was noch fehlt. Nicht ganz ein paar Mal weggestellt und. Da weiß ich es jetzt wieder gar nicht. Und mir kommt es aber auch nicht fein, wundert mich, weil mir kommt es ein bisschen rustikal vor. Ah, ich habe so das Gefühl, man hat die Kräuter sehr klein gehabt und sie auch durch, das meinte ich jetzt mit fein, würzig. Und dann liegen sie auf dem Holzbrett und tropfen ein bisschen ein. Ja, ja. Ja, getrocknet Kräuter steht ja auch da. Getrocknet Floral auch. Mhm. Aber was mich ein bisschen stört, ist, dass er hat ein leichtes Bitter. Es geht so ein bisschen, er wird ein bisschen spröde. Bin nicht ganz sicher. Pfeffer. Was mache ich denn da? Ich versuche gerade. So, jetzt habe ich es wieder. Das ist leicht offen. Es hat einen ordentlichen Säurebiss, aber der zieht sich nicht so durch. Das steht so ein bisschen nebeneinander. Merkst du das? Mhm. Oder kannst du das nachvollziehen? Doch, kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, dass man sich. Auch das müssen wir uns mal nur anschauen, weil ich genau, nämlich weil den großen Verdacht habe, dass ich mich hier fürchterlich getäuscht habe, weil der ist gerade gar nicht so gut wie bei der, in der ersten Runde. Das zerfließt alles, das geht alles ein bisschen auseinander. Das. 2, 3, 9, 6, 2, 5. Muss ja dann nicht Punkte, genau. Ja, ich muss auf der Flasche die Einordnung ändern. Dass wir das morgen in der richtigen Reihenfolge haben, weil boah, das ist gemacht. 2, 3, 9, 6, 2, 5. Deswegen zeige ich es auch noch nicht, weil das war gestern ganz hoch, ist heute wesentlich niedriger und das muss man sich einfach nochmal anschauen. Solche Schwankungen sind ja nicht normal. Ja, das ist auch 13, das ist ein bisschen mehr Entwicklung. Das ist jetzt aber nicht mehr geraten, weil es ist klar, was das ist. Was der letzte Wein ist. Und das hat wieder sehr viel von diesem Pilzragout und diesen getrockneten Pilzen. Da darf schon ein bisschen Fleisch auch mit drin sein. Und getrocknete Petersilie. Weiter. Ja, ja, noch vieles. Die reifen Früchte eh und der Tabak. Und noch irgendwas. Die rote Beete. Gar nicht schlecht. Ist da. Ein bisschen Möhre, aber trotzdem irgendwie auch was schon was Mutiges. Ja, genau. Das ist wie roter Pressack. Okay, ich war jetzt mehr so mit Pfeffer. Hasenpfeffer oder aber ja. Aber auch so spannend. Mit Frühlingszwiebeln. Das ist total spannend. Das ist ein hochreifer Wein, ganz konzentriert.
warm mit einer irren Würze, extrem lang. Es ist nicht das, was man sich unter burgundischen Pinots vorstellen würde. Dazu ist es viel zu reif. Das ist ja, das ist der Unterschied wie ein feinstes Kalbfleisch mit. Dreieck. Na, das ist nicht Dreieck. Das ist wirklich, das ist ein grandioser roter Pressack. Mit all dieser pfeffrigen Würze, mit all dem. Und der ist lang ohne Ende. Das ist ein ganz, ganz eigener Wein. Und er hat so eine Sülzensüße. Weißt du, was ich meine? Die Sülzenschärfe und die Sülzensüße von wirklich guten Fleischsülzen. Und halt, wie gesagt, Pressack. Total komplex. Total lang. Kannst reden, sondern du willst, es drückt und es drückt und es drückt und es drückt und es drückt. Das sind doch wieder 94. So. Das ist eine ganz eigene Art und eine ganz eigene Welt von Pinot. Und das ist schon in dem Jahr, wir hatten den ja schon mal vor einem Jahr, deutlich mürbe geworden. Die A-Weine reifen halt einfach in der Regel etwas schneller als die anderen. Das ist in seiner Art. Das ist das Roussillon Deutschlands. Und das ist der größte Vertreter davon. Ja, So richtig. müssen So wir das ist einfach nennen. Das ist lang ohne Ende. Das ist total faszinierend, weil sowas von komplex und vielschichtig. so, und ich mache mir dazu ein Dry-Age-Statement. Nein, das würde ich nicht machen. Das Dreieck ist zu, das hat zu wenig. Das ist zu. Ah, wenn ich frische Kräuter aus dem Garten nehme, das ist, und dann so eine Balsamico, ein bisschen Es hat sogar Schalotten. Senfsaat. Das ist irrsinnig komplex. Aber er ist jetzt fertig mit der Benotung. Du darfst das trinken. Diese Länge ist, boah, Bemerkenswert. ich weiß gar nicht. Bei wie viel Weinen in meinem Leben ich das hatte. Also das ist wirklich so, dass man immer noch glaubt, selbst mit dem Magen noch zu schmecken, wie der Wein schmeckt. Weil, kriegst du das mit, wie der sich nach unten fortsetzt? Klar. Unglaublich. Also, wie gesagt, das schmeckt sicher mit jedem Fein-Pinot-Trinker, der ich ja, oder der wir alle sind, die wir hier sind, wir alle zwei. Obwohl wir also normalerweise eine andere Art Pinot trinken, das ist sensationell gut. Das hat eine Länge und Tiefe. So, und jetzt fragen sich vielleicht manche, Warum nicht wenn er so, 95? ja, hat er nicht die Feinheiten oder ist das so? Kann man lang drüber streiten. Ist es die Wärme? Ist es dieses ganz leicht Kompottige? Ist es dieses relativ früh reifend. Der ist ja schon so weit. Darf man ihm das als solches vorwerfen? So ist es. Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es gibt Aspekte an ihm, wo ich sage, das ist auf jeden Fall 95 wert. Und es gibt Aspekte, wo ich sage, weißt du, da steht jetzt bis 26. Ich würde es gar nicht so lange empfehlen. Weil das. Nur wenn ich jetzt. Ich rede und rede weiter. Und während ich weiterrede, Genau, also lassen wir Herrn Hochschuster noch arbeitet der länger Wein noch reden. einmal Aromen raus und noch einmal Aromen raus. Und es wird noch Es bleibt was komplexer. Feines stehen, das muss man einfach sagen. Das ist so eine bisschen, wie sagt man, Eisenfaust oder so. Also ich war zuerst Die so, boah, Eisenfaust im Samthandschuh. ja, irgendwo schon. Ja, das ist recht. Na, ich weiß es nicht. Nein, Das ist nein, nein, jetzt nein. wirklich eine. Ich hab dir zugehört Nein, und du hast dann recht. hat sich das aufgedrängt. Und Nein. vielleicht drängt sich das Nein, vor in allem, du anderen merkst auch jetzt auf. kommt das Salz hoch. Dann kommt die Säure wieder, dann kriegt er den Biss wieder.
obwohl er so reif ist. Dann Vielleicht scheiß schreibst drauf, du. wenn das nicht ewig alt wird. Ja, Aber vielleicht schreibst du das auch der Wein ist dazu. eigentlich eine Sensation für diese Komplexität. Ich kenne nichts anderes. Ich kenne überhaupt keinen anderen Pinot Noir, der so schmeckt und der einen so verrückt macht. Diese Länge ist Okay. umwerfend. Und das, was er da in dieser Länge zeigt, das ist ja nicht einfach nur, dass das lang ist. Weine, die nur Holz oder nur Alkohol oder nur Säure haben, wirken auch lang, aber wegen ihrem Alkohol, wegen ihrer Säure und wegen ihrem. Das hat da hinten noch mehr als am Gaumen. Das ist. Gut. Ja, okay. Lassen wir es für heute, weil wir könnten uns jetzt noch eine Stunde drüber unterhalten. Und wir Das wollt wollen ihr alle ein. nicht hören. Für heute war es das. Wie ihr mitgekriegt habt, sehen wir uns morgen schon wieder. Wir nehmen morgen auch auf. Dann gibt es ein paar kürzere Clips für alle, die sich nicht die ganze Nacht um die Ohren schlagen. Ach, das hatten wir schon. Ich werde langweilig und wiederhole mich. Wie auch immer. Wir sehen uns. Schönen Abend Schönen oder Abend. Oder wann auch immer ihr euch das anschaut. Bis dahin.